Nach monatelangen Verhandlungen kauft Berlin den von einer Fusion stehenden Konzern Vonovia und Deutsche Wohnen rund 15.000 Wohnungen ab. Laut Finanzsenator Matthias Koller zahlt der Senat dafür 2,46 Milliarden Euro. Beiden Wohnungsriesen gehören insgesamt etwa 150.000 Wohnungen in Berlin. Dem Konzern schlägt dort heftiger Gegenwind entgegen. Wegen kräftig gestiegener Mieten stimmen die Hauptstädter in anderthalb Wochen über eine Vergesellschaftung der Bestände ab.